Ja, heute ist nicht um 20 Uhr pünktlich Schluss nach der Schweigeminute, sondern wir haben noch ein paar Redner, die sich angemeldet haben. Und ich bitte mal den Daniel als erstes nochmal nach vorne. Hallo, das ist ganz schön. Zurück in die Steinzeit. Also ich möchte ganz kurz was sagen. Zurück in die Steinzeit. Das auch. Bin ich auch froh. Zum Thema Veränderung. Und zwar hatte ich vorhin einen Gedankengang, mir ist selber was klar geworden und der hat mir Mut gemacht. Und ich hoffe, dass er euch Mut macht und dass ihr ihn weiterbringen könnt an Leute, die diesen Mut nicht haben. Und zwar habe ich zum Thema Mahnwachen von zum einen alten konservativen Leuten, wo ich mir denke, na klar sagen die sowas, aber auch von meinem Mitbewohner zum Beispiel, der halt Anfang 20 ist, gehört, ich kann doch eh nichts verändern oder man kann doch eh nichts verändern. Und dann dachte ich, ja, die Einstellung ist doch doof, natürlich, warum kriegst du deinen Arsch nicht hoch? Und dann dachte ich gerade, natürlich kann man nichts verändern. Ich kann da nicht irgendwie an der Tür von einem Machthaber klopfen und sagen, du jetzt lass es doch mal bitte. Und der lässt das dann. Das geht ja nicht. Denn der Mensch kann sich nur selber verändern. Und das ist aber an sich eine schöne Sache. Und ich finde, dass wir das hier erreichen können. Weil das habe ich an mir gemerkt, dass ich mich, dadurch, dass ich hier Nächstenliebe erfahre und alternative Ideen, mich selber verändere. Und dadurch, dass ich mich ganz allein für mich verändert habe und noch nicht probiert habe, irgendjemand anders zu verändern, eben doch andere verändert habe. Dadurch, dass ich mit anderen Augen gucke und auch anders auf andere Menschen zugehe, eben mit offenem Herzen, naja, ohne, dass ich etwas von ihnen möchte. Ich möchte nicht Veränderung, sondern ich zeige ihnen, dass Veränderung etwas Schönes ist an mir selbst und habe dadurch auf jeden Fall schon viel mehr erreicht, als ich mir erträumt hatte. Und vor allem ohne, dass ich was erreichen wollte. Ich habe es einfach so geschafft durch meine eigene Veränderung. Ja, und ich Dankeschön. Ich denke auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr solche Leute kennt, die meinen, sie können nichts verändern. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht so denkt wie ich und eben Mut fassen könnt oder diesen Mut weiterbringen könnt, dass man eben durch sich selbst doch sehr viel verändern kann. Das war's schon. Dankeschön. Yeah. Vielen Dank, Daniel.